Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 268 in Zerf in der Verbandsgemeinde Kell am See sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 73-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis Trier-Saarburg fuhr auf der Hauptstraße in Oberzerf, als er mit seinem Fahrzeug die B268 überqueren wollte. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 51-jährigen Pkw-Fahrers aus dem Kreis Trier-Saarburg. Es kam zu einer Kollision, bei der beide Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Beide Fahrer und eine Mitinsassin wurden schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Verletzten wurden von der Feuerwehr Zerf aus den Fahrzeugen gerettet. Die Bundesstraße war für etwa eine Stunde blockiert. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Saarburg, das Deutsche Rote Kreuz aus Zerf und Losheim sowie der Notarzt aus Saarburg und der Rettungshubschrauber Air Rescue 3 aus Luxemburg.